Hallihallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Nena Tramontani The Way I Break vorstellen. Das Band hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Ich habe das Ganze an 3 Tagen als Hörbuch durchgehört und muss sagen, meine Güte. Das ist der erste Band der Hungry Hearts Trilogie und ja, worum geht es hier? Victoria und Julian. Nie wieder möchte sie als Gourmetköchin arbeiten, kann ja ihre Leidenschaft neu entfachen. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als junge Starköchin will Victoria nur noch weit weg von London und von ihrem manipulativen Freund. Kurzerhand flieht sie in die idyllische Hafenstadt Goldbridge, wo ihre Mutter einst im Sternerestaurant Prisma arbeitete. Victoria will endlich verstehen, warum ihre Mom sie für diesen Ort und ihre Karriere verließ und nimmt dort unerkannt einen Kellnerjob an. Doch in dem Versuch, ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken, gibt sie einen attraktiven Fremden zu viel Intimes über sich preis. Ohne zu ahnen, dass Julian einer der Söhne der Restaurantinhaber ist. Und er besitzt die Frechheit, Victoria einen Vorschlag zu machen. Er behält das Geheimnis ihrer wahren Identität für sich, wenn sie ihm Nachhilfe beim Kochen gibt. Victoria kann sich nicht erklären, warum dieser unverschämte Dir eine Flamme in ihrem Herzen entzündet. Das Ganze hat auch eine Triggerwarnung, weil hier hinten ja auch schon drauf steht, manipulativer Freund, und auch einiges wirklich hier drin passiert, was mich teilweise auch nicht unbedingt hardcore getriggert hat, aber mir wirklich die Tränen in die Augen gebracht hat, weil ich Victoria da ziemlich nachvollziehen konnte. Auf jeden Fall ist es hier wieder so aus Victorias und Julians Seite mal geschrieben. Und am Anfang, als ich schon Victoria und Julian kennengelernt habe, ich so, oh mein Gott, das wird ein 4-Sterne-Buch. Dann irgendwann in Mitte sogar habe ich gesagt, ey, das wird ein 5-Sterne-Buch, aber am Ende hat sie es noch so ein bisschen gezogen, dass es dann 4,5 Sterne bekommen hat. Wie gesagt, Victoria haut aus London ab, hat dann auch so tief einatmen, nicht zurückblicken. Da merkt man schon, dass sie eben ziemlich abhängig auch von ihrem manipulativen Freund ist, dieses, ja, ohne mich bist du nur ein Scheißwert. Und das ist halt hier, es zieht sich eine ganze Weile hin, beziehungsweise es zieht sich durch das ganze Buch hin mit Victoria. Man merkt, manchmal hat sie so Momente, wo sie wirklich gerne wieder zu ihm zurück wollte. Aber dafür finde ich sie als Protagonistin sehr, sehr stark, weil es gibt viele Frauen, die das nicht schaffen, von so einem manipulativen Freund alleine wegzukommen. Und Julian ist der mittlere von 3 Kindern und hat irgendwie so, sein älterer Bruder interessiert einen Scheiß, sein jüngerer Bruder, da ist irgendwas damals passiert und er hat eigentlich niemanden mehr so richtig zum Reden, Eltern schreien sich auch nur noch an und ja, so wie es der Zufall will, Victoria und Julian kommen sich irgendwo näher. Und ob jetzt Victoria ihr Geheimnis allen verrät oder ob es Julian ist, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ob dieser manipulative Freund wiederkommt, natürlich auch. Also ich habe das wirklich sehr geliebt. In Band 2 geht es, glaube ich, dann um Alexis, um den jüngeren Sohn oder um Nikolas. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall bleiben wir bei Julians Familie, bei dass dann noch Nikolas und Alexis drankommt. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch Echo und Daria? Ich bin der Meinung, Daria war das. War das jetzt Daria?
Auf jeden Fall, ich finde es einfach interessant, wie die Leute, die hier Nebencharaktere waren, als Protagonisten dann in den anderen zwei Bänden dann ist, sind. Das finde ich dann sehr, sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt, was Nenatramon Tani da dann noch rauszaubert. Ja, das war es wieder von mir. Meine New Edit Phase in 23 ist angebrochen. Also dieses Jahr in 23 habe ich sehr viel New Edit gekauft, gelesen und es hat viel Spaß gemacht, nicht nur immer Fantasy zu lesen, sondern auch mal solche alltäglichen Sachen. Na gut, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao!